Hallo, willkommen bei Klaus Grill, feines Grillen Barbecue. Ich verstecke mich hier hinten so ein bisschen hinter dem Grill und daneben versteckt sich der Yoshi, bin sowieso versteckt, ist er nicht. Wir gucken heute, was zu beachten ist, wenn man einen Grill aufbaut. Das machen wir an der Stelle mit Riegel 94. Was ihr beachten sollt, wenn ihr einen neuen Gasgrill habt, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Down, out of down. Ja, das Erste, wenn man sich so einen Grill anschafft, man sollte natürlich ein scharfes Messer und ein Brett haben. Das ist schon mal gesetzt an der Stelle. Und die erste so Grundidee ist erstmal, wie groß sollte der Grill sein? Und da ist, wie immer, haben ist besser als brauchen. Also plane so den Grill, den du so geistig eingerichtet hast, mal zwei. Und dann hast du schon ungefähr die richtige Größe. Bist wahrscheinlich noch zu klein, aber zum Anfang reicht das. Wir haben uns heute entschieden für einen Breu King Riegel Black 590. Mit Vollausstattung, hier vorne ein bisschen so ein Licht dran. Auch ein wichtiges Thema, komme ich gleich zu. Und ein bisschen Zubehör sollte man dabei haben, also Pfannenwender, Grillzangen, Rostheber und solche Schichten sollte man gucken, dass man es da hat, weil nichts nutzt einem, wenn man das heiße Brust auf dem Rost hat. Man kriegt es nicht wieder runter, also mit Händen ist es schlecht zu machen. Und dann hat man so, also wir haben jetzt mal die Entscheidung sehr schnell getroffen, dann kommt eigentlich die nächste Entscheidung, die man sich suchen muss, ist, wo kommt das Ding hin? Und wenn man jetzt sagt, man hat hier zum Beispiel hier so eine schöne weiße freie Wand, ist das super, aber dann würde ich sagen, häng ein Bild vor, stell eine Pflanze ran, lass es irgendwie schön weiß. Und stell jetzt nicht einen Gasgrill vor. Weil, wenn du jetzt normal grillst, ist das ja kein Kummer. Stellst du vor, grillst, also mit ein bisschen Abstand zur Wand, passiert im ersten Moment noch nichts, im zweiten Moment auch noch nicht. Aber im dritten hast du irgendwann mal einen Fettbrand drin. Das passiert völlig normal beim Grillen, also sollte nicht, passiert aber immer wieder mal. Und dann hast du große schwarze Rauchwolken. Und wenn hier die großen schwarzen Rauchwolken hochziehen, ist Essig, wa? Total doof. Yoshi, du bist völlig unbegeistert, ne? Nein, ich bin nicht dafür. Okay, er will ihn gerade wieder abheben. Okay, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Nee, also von daher weder ran noch ein Stück weg. Lassen von so Wänden da. Und du hast ein Problem, manchmal hast du hier, wir hören das, einen Feuerwärmeschutz hinter. Und der kann notfalls bei so einer Aktion noch einschmelzen. Da hast du jetzt hässliche Dellen in der Fassade. Also, Gasgrill und Fassade, halte sie auseinander, stell es nicht ran. Außer du bist Malermeister und Versicherungsexperte und. Ich würde es nicht machen, ein Stück weg. Deshalb haben wir den jetzt hier gedreht in die andere Richtung. Und das sieht auch schön aus fürs Film, Klaus, muss man ganz ehrlich sagen. Absolut. Vor so einem grünen Hintergrund. Ich bin gerade umgezogen, Leute, deswegen bitte entschuldigt die kahle Fläche, es ist schon gesät. Bald wird es da auch grün sein, aber ist jetzt zweitrangig. Ich glaube, das seht ihr dann bei Yoshi. Also Yoshi, falls ihr nicht kennt, ist natürlich Deutschlands bekanntester Angler, hätte ich fast gesagt. Ist das so? Ich gehe sehr viel angeln und viele gucken mir dabei zu. Aber bekanntester Angler will ich nicht sagen, bin ich auch nicht. Das ist Viktor. Okay, ist Viktor. Okay. Uli Bayer hast du gehört an der Stelle. Quatsch. No hate. Bisschen Spaß. Uli Bayer auch großartig. Also ich lasse euch mal einen Link da. Hier entweder auf Instagram oder auf YouTube. Seht ihr entweder hier unter oder mit so einem Bling drin. Ich mache das schon irgendwie. Irgendwie kriegst du das hin. Genau. Irgendwie werdet ihr schon genau das finden. Und jetzt gucken wir uns den Grill nochmal an, wo er steht. Wenn man das mal beobachtet, ist natürlich der perfekte Platz. Wir haben hier unten einen festen Boden. Hier ist so eine Matte drunter, die muss ich noch ein bisschen ausrollen, dass wenn man drunter tropft, dass nicht der neue Boden versaut ist. Und der steht so knapp drüber. Siehst du das? Also wenn er jetzt wirklich doll anfängt zu qualmen, wird hier nichts dunkel, wird im Normalfall auch nicht, aber so zieht es noch besser weg. Und wenn du einen großen Regenschauer hast, dann ziehst du dir einfach ein Meter Stück ran, ohne dass du dabei nass wirst. Und da kann der auch stehen bleiben. Also wenn man jetzt eine Haube hat, kann man den hier auch mit einer Haube abdecken und da stehen lassen. Wenn man jetzt länger draußen lässt ohne Haube, würde ich ihn immer runterziehen. Das ist meiner Meinung nach so der bessere Weg, wenn man ihn jetzt praktisch nicht im Regen stehen lässt, sondern dann, wenn er aus ist, rausrollt. Und dann kann er auch hier stehen aus, wenn er aus ist. Weil dann wird er nicht nass und hält, ich möchte nicht sagen, ein Leben lang, aber ewig und drei Tage. Petri Klaus, hast du auch mal was gefangen? Ja, ich wollte gerade sagen, wo ist dieser Kevin Wolter, wenn man ihn mal braucht? Gasflaschen schleppen ist tatsächlich halt ein Thema. Halt die doch mal ein bisschen höher, man sieht die so, gar hier? Nicht. Ja, so ist gut. Du musst es schaffen, ohne dass der Bauch rausguckt. Das ist ein Geheimnis. Also, Gasflasche ist, viele denken mal, ich kaufe jetzt einen Gasgrill und eine Gasflasche und das ist eine riesen Idee. Ist es auch, bis die alle ist. Dann merkst du selber, stehst du ziemlich doof da. Weil so eine Gasflasche geht immer dann alle, wenn du gerade am Grillen bist. So, dann rennst du los und stehst da und sagst, ach, alle doof, die Gäste sind da und sagst, du mit den Gasgrill, Gas alle. Also von daher, wenn du einen Gasgrill kaufst, kauf gleich zwei Gasflaschen und kaufe da auch die, bin großer Freund von den, die man kauft, also nicht die Mietdinger, diese Leih, sondern klassisch die, also nicht die Pfand, sondern die Kaufflaschen. Die grauen, genau. Josh, wir haben gerade bezahlt für zwei Stück. Ein Honi. Genau. So, nächstes Mal beim Nachfüllen zahlst du so um die 18 Euro, kannst auch die
Wovon ich ein großer Freund bin, hatten wir leider nicht hier, sind Grillmeisterflaschen, weil da ist zwar ein bisschen weniger drin, die sind aber viel leichter und haben unten so einen kleinen Plasterring drunter. Dann stehen die auch besser und machen keine Rostflecken, aber hier haben wir Gottlob eine Plane drunter. Dann können wir die auf die Seite stellen. Aufpassen, so eine Gasflasche, wenn du so eine hast. Den Keller, Garage hier stehen lassen, was empfiehlst du? Ich würde sie in eine Garage stellen, okay. Weil so hübsch sind sie nicht. Nee. Und wenn sie jetzt hier auf dem Boden steht, auf dem, was ist das, Marmor? Nee, so ein Naturstein. Naturstein-Boden steht, dann hast du früher oder später einen Rostring, wo die stand. Und das ist halt blöd. Also von daher, stell sie weg oder auf so ein Gummiding drauf, dann ist perfekt und immer zwei Flaschen. So, die stellt man dann einfach daneben und dann läuft das Ding, ja? Ja, die stellt man so ja rein. Hier haben wir sie so ja drin. Also bei Bräuchingen hast du sie drinstehen, hast du genau dieses Thema der Gasflasche, die sonst immer so ein Rostrand irgendwie auf dem Fußboden hat, nicht mehr, weil die steht da drin und die rostet jetzt in den Grill voll. Ach, das ist ja nicht so schlimm, als ob dein schöner Boden irgendwie hin ist. Aber so nass wird sie doch da drin gar nicht. Also ein bisschen Feuchtigkeit kommt dran, aber... Die wird richtig nass. Ja? Achso, ja, durchs Kondensieren. Durchs Kondensieren, ja, genau. Okay. Die wird so merken, dass die dann irgendwann einen richtigen, also gerade im Sommer kriegen die einen richtigen Eispanzer. Okay. Da ist nichts kaputt, das ist eine normale Gasflasche. Und im Winter kann es tatsächlich sein, dass die komplett einfriert. Also bei Temperaturen um so minus 10 Grad, dann wird die innen drin wie ein Slushy und dann kommt kaum noch irgendwo Energie und Gas raus. Nee. Auf jeden Fall. Also Deckel zu, die ist da drin, macht euch keinen Kummer. Wenn man so einen Grill neu bekommt, heißt das erstmal ausbrennen. Und das ist ganz einfach gemacht. Du machst einfach alle Hauptbrenner an. Wir haben jetzt hier praktisch 1, 2, 3, 4 Hauptbrenner. Die machen wir an. Volle Pulle, alles, was der Grill hergibt. Dann sollte der hier oben bei 350, 400 Grad stehen. Was haben wir jetzt auf dem Tacho? 370, so irgendwo in der Größenordnung. Also der ist mit dem rechten Anschlag. Das ist da drin. Fast wie meine Sauna. So? Nein, ich habe keine Sauna. Wie die Sauna auf meinem Boot. Richtig. Genau. Pass auf. Und, auf deinem Meer. Ja, in meiner Marie. Und wir übertreiben schon wieder, was? Wieder maßlos. Ja, ich traue mich ja nicht aufzustehen, ohne Luft zu schnappen. Na, ich krieg das hin, siehst du? Pass auf, mit dem Aufheizen machst du im Prinzip so lange, bis hier nichts mehr stinkt. Also du wirst riechen, wenn du den drauf ist, dann riecht nach verbranntem Kunststoff, nach verbranntem Öl. Und wenn jetzt richtig schwarze Flusen rauskommen, dann wird man riechen, ob du ein Stück Styropor vergessen hast, das wäre doof. Aber im Normalfall riecht es ein bisschen nach Kunststoff. Ja. Und hier siehst du schon unten drin, wie der, was da für Glut drin ist. Wenn man hier mit der Hand mal rankommt in die Nähe, dann merkst du schon, ja, der hat Schub. Da ist halt wie die Hand, immer so schön sagt, der hat richtig Schub. Halt mal die Hand da oben ran, einfach bloß an den Griff. Wie hier ran? Ja, genau. Anfassen einfach, richtig? Ja, einfach mit freiem Unterarm. Mach mal. Nee, mach du mal. Mach mal. Wie ich hab schon. Nee, aber das ist jetzt warm. Ja, hier ist doch nicht warm. Mit freiem Unterarm, mach den Unterarm weg. Ich hab überhaupt. Ach so, weil hier die Hitze ja, ist. Ja. Ja, das ist sportlich. Da ich schon, bald keine Haare mehr. Da bleibst du keine halbe Stunde stehen. Also, ich glaube, sie hat auf jeden Fall nicht mehr viele Haare an den Armen. Nee. Liegt nicht an seinem jungen Alter. So, und da guckst du dir das Ding an. zeig mal, wie du gelacht hast. Nee, gut. So, hier unten hast du den, die Hauptbrenner. Was hier unten links hast du praktisch den Seitenkocher. Und ganz wichtig, den nur zünden, wenn die Klappe offen ist. Sonst hast du da oben einen schönen Abdruck drauf und das wäre halt jammerschade. Das geht einfach, muss ich jetzt irgendwas umstöpseln oder kann ich ihn jetzt einfach anmachen? Kannst du direkt anmachen. Einfach drücken und nach links drehen, oder? Nach links drehen, genau. So, und den Zünder zünden. Der ist hier. Hey. Zack, da ist er. So einfach. Und ausmachen. Immer. Hier ist wenig und hier ist viel, ne? Genau. Immer. Und? Okay, ausmachen, reindrücken und hoch. Und hoch, ja. Zack, aus. Das ist ja so einfach geht das. Also wir haben jetzt hier vier Hauptbrenner, den Seitenbrenner und wofür ist der hier? Probier mal ist aus. Ist hier so ein Grillhähnchen? Ja. Ach, das ist nochmal der da. Achso. Siehst du, da ist er. Der ist für die für den Ablagerost oder was? Genau, für den Spießbrenner normalerweise. Okay. Weil wenn hier vorne der Spießbraten sich dreht, ja. Hier ist ein Spieß drin. Noch von der Seite ein bisschen. Genau, ist dahinter, dass er schön knusprig wird. Dazu ist der da. Okay, oder wenn man mal Hitze, Oberhitze für eine Pizza braucht. Macht man den auch an, wenn man hier oben was drauf liegen hat? Nee, ne? Das ist ja eher immer nur so passiv. Genau, indirekt grillen. Wenn du den da drunter anmachst, ist oben direkt gleich schwarz. Aber lassen wir auch gleich nochmal an, oder? Besser nicht, weil dann ist zu viel Hitze drin. Den lassen dann wir nicht glüht an. Dir alles weg. Ich würde sagen, den lassen wir nicht an, oder? Lassen wir nicht an. Hast du ihn auch richtig rausgefunden? Ich wollte einmal was Schlaues sagen. Ja? Super. Auf die Idee bin ich auch schon mal gekommen. Mit meinem allerersten Imperial, den habe ich auch alle Luken aufgemacht und alt, was daher hing. Und habe dann den hier vorne an dem Griff angefasst. Und dann wurde der Griff weich. Also, da ist dann so viel Hitze drin.
dass es nicht gut ist. Also ja, ich glaube, wenn die Nadel auf dem Tacho schon ganz vorne ist, dann weiß man schon, dass man eigentlich an der Grenze ist. Ja. Du kriegst den tatsächlich überdreht. Also das sind Bräukigen, die haben richtig Schub drin. Bevor wir den aufgebaut haben, den Grill nochmal ganz wichtig. Guck, dass da alle Gasanschlüsse, dass die fest sind und auch, dass die Gasflasche dicht dran ist mit ein bisschen Seifenlauge. Oder noch besser, gibt es im Baumarkt zu kaufen, Lecksuchspray immer ansprühen. Und wenn das nicht bläselt, ist alles in Ordnung. Also normalerweise sind die super verbaut. Das keine Überraschung. Aber es kann sein, dass irgendwo so ein Bläschen hochkommt und dann nochmal richtig festziehen. Nicht wie ein Irrer, sondern schon mit Schmackes, aber nicht, wie gesagt, alle zerwürgen. Das wäre doof, aber schön anknacken, dass an der Seite rechts und links kein Gas rauskommt. Mach fest, kommt nämlich ab. Genau. Und wenn er jetzt eingebrannt ist, so wie jetzt, also er raucht nicht mehr, dann sind wir schon zu dem Punkt, wo es losgeht, so, was grill ich denn als allererstes? Und da kann ich euch dazu raten, grill nur Dinge, die du schon kennst. Also alles, was du auf deinem Kohlerost und deinem Kohlegrill schon mal gemacht hast, die versuchst du erstmal auf deinem Gasgrill. Oder, wenn du vorher noch nicht an einem Grill gearbeitet hast, dann machst du Sachen, die du schon aus der Küche kennst. Und die erste Begrillung versuche mal erstmal alleine, ohne dass Gäste da sind. Weil das ist immer so der Klassiker, du hast einen neuen Grill und lädst gleich 20 Kumpels ein, obwohl der Grill bloß für 15 Leute ausgelegt ist und du überhaupt noch kein Timing hast, für was geht jetzt wann, wie, wo. Vielleicht noch bloß eine kleine Gasflasche dran, weil jetzt haben wir eine große 11er drin, die macht doch richtig Schub. Eine 5er oder die 5 Kilo Flasche, die kleine, die friert viel zu schnell ein, da kriegt der Grill nicht richtig Temperatur. Auch blöd, also bist, ja, so ein Grill, du kannst ein paar Fehler machen. Aber wenn du die für dich machst, ist kein Problem. Aber wenn du jetzt natürlich hier mit 20 Leuten unterwegs bist und ja, du wirst mit den Steaks nicht fertig oder alt verbrennt hier oder wie, dann stehst du ziemlich doof da. Von daher, grill erstmal für dich alleine und so Dinge, die du kennst, dass du dich so ein bisschen ein Stückchen rantastest. Und wir haben ein paar Sachen vorbereitet, die werden wir jetzt auch grillen. Vor allen Dingen, ich denke mir auch, wenn das Ding einfach mal 350 Grad hat, dann ist da mal so ein Steak ganz schnell eine Schuhsohle, oder? Ja, vor allem schwarz. Und wenn dann die Gäste hier sind, dann kriegen wir auf dem Freitagabend um 9 Uhr noch ein paar vernünftige Stücken Fleisch rein. Ja, und vor allem kriegst du, wenn du dann so eine Gäste hast, die kriegst du von denen erstmal einen Vortrag, wie doof Gasgrill ist. Das ist alles, hier Gasgrill kann ja nicht. Dabei hast du einfach dich damit die Miriam und dich angefreundet. Aber du hast, wenn du 20 Leute dabei hast, hast du 2, 3 immer dabei, die sagen, nee, nur Holzkohle ist das Wahre. Ist natürlich totaler Quatsch, aber ne, die kommen von früher noch von diesen alten Baumarkt-Holz-Gasgrills, die keinen Schub hatten, die da so halbweiten verbreiten. Den liebst du natürlich da mit Feuer. Und wenn du vorher ein bisschen übst, vermeidest du das. Und wir werden jetzt, Joshi, wir üben jetzt einfach mal. Ich würde sagen, du grillst jetzt und ich filme dich dabei. Na, Joshi hat jetzt einfach mal das genommen, was er am liebsten mag und hat hier Grillbaguette, Zucchini, Frühlingszwiebel, ein schönes Steak, ein bisschen Grillkäse, Lammkotelett und Würstchen. Und ich denke, jetzt ist er einfach ruf damit. Und Tipp von mir an euch, wenn ihr anfangt, erstmal auf so einen Grill zu grillen, packt ihn nicht voll. Mach ihn nur halb voll, lass ein bisschen Platz, weil dann bist du gerüstet und kannst im Notfall noch was zur Seite tun. Weil wenn du gleich voll packst und vielleicht zu viel Fett jetzt hast, hast du gleich einen Fettbrand. Und wäre doof, also langsam mit kleinen Portionen rantasten. Eins musst du mir noch verraten, Claudi, bevor ich jetzt anfange, hier was raufzulegen. Wo ist die meiste Hitze? Hinten? Oder vorne? Eigentlich? Überall. Überall? Es gibt überall gleiche Hitze. Working überall gleich. Wie sagt Rabatoni immer? Ich habe fertig. Kicke mal hier. Und zwar wieder fertig hat der Kerl. Falls das Bild jetzt anders aussieht, wir haben Kamera getauscht. Mein Akku war gerade alle. Und hier das Brot, kicke mal, ist auch schon so weit wie kommen können. Doch, knuspert schon beim Anziehen. Genau. Wenn das noch nicht ist, dann kann man das immer hier über den Rost nochmal rüberrollen. Machen wir. Das geht ganz schnell. Dann kriegt es nochmal ein bisschen Farbe. Mhm. Jetzt? Jetzt. Oh ja. Und so rum auch oder bleibt so, denn die Butter so rum immer ganz kurz, genau, und dann ist schon Schicht im Schacht. Fertig. Traumhaft. So, und Joshi, jetzt ist ganz einfach. Jetzt drehst du alle Brenner nochmal auf Vollgas hoch. Also alle Hauptbrenner, richtig? Die 1, 2, 3 und 4. Geht's noch höher? Nee. Nee, da ist schon, da ist schon Vollgas und schließ jetzt den Deckel. Immer bei der Lampe anfassen, muss ich mal sagen. Ja. Und jetzt wird er erstmal anfangen zu qualmen wie Sau. Und wenn er aufhört zu qualmen, dann ist er ihn sauber, dann bürsten wir ihn immer ab und fetten die Roste und dann ist schon fertig. Geil. Brauche meine Freundin also nicht sauber machen, ja? So ist es. Denn eins, zwei müssen wir bleiben. Ich glaube, wir müssen kosten, oder? Ja, das machen wir jetzt, würde ich sagen. Sieht auf jeden Fall gut aus. Schmeckt gut. Rinn in die Hohle, Birne, wa? Stimmt, das ist ja dein Sport, den sagst du immer. Ja. Müsstest du mal einen Schnaps nachbenennen. No Spoiler. No Spoiler. Pass auf. Wollen wir hier so einen Mittelschnitt machen mit dem Steak? Mach mal. Du willst es doch auch. Wir wollen es alle. Wir gucken, wie das erste Steak geworden ist. Was würdest du tippen? Ich würde sagen, einmal frei.
Optimal, sieht noch schön saftig aus. Super. Und das wird erstes Steak, Schachbrettmus da drauf und perfekte Temperatur. Nur noch kein Gewürz drauf. Da steht was. Das Klaus grillt Grillsalz. In der neuen Verpackung. Der schwindelt. Nein, ich muss bei der Schande stehen, dass ich tatsächlich kein Grillfach mitgenommen habe. Und auch nicht mein Grill-Gewürzset. Hast du auch liegen lassen. Oh, ey. Meine Erstausstattung. Mann. Ich glaube, der grobe Qualm hat sich eingestellt hier. Und jetzt einfach mal rüberbürsten in alle Richtungen. Und dann nehme ich, Yoshi muss erst mal los, Trennspray kaufen, immer Trennspray und fette die ein. Und jede zweite Mal mache ich, dass ich sie hier mit rausnehme und im Trennspray auch von unten einfette. Und dann ist die ganze Sache fertig. Wenn ich jetzt aber vorhabe, morgen wieder zu grillen, dann spare ich mir dem Einfetten, dann mache ich es einfach bürstig sauber und gut ist. Ich glaube, ich habe vor, morgen nochmal zu grillen. Ich glaube auch, hier. Das ist das Schöne mit so einem Grill, mit so einem Gasgrill, wenn der richtig läuft, dann grillt man tatsächlich öfter. Man soll nicht mit vollem Mund sprechen, aber zum Ende eines jeden Videos tue ich das. Und ich denke, jetzt haben wir so die wichtigsten Fragen beantwortet. Wenn ihr noch Fragen habt, die einen Neubesitzer von einem Gasgrill tatsächlich interessieren, schreibt die hier runter in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich über wohlwollende Kommentare, Daumen nach oben oder ein Abo. Entweder beim Yoshinator mit super coolen Angelvideos und Catch Clean Cook, also gekocht wird er auch. Gekocht wird auch ab und zu, ja. Und hin und wieder auch Fisch, vielleicht gegrillt, mal gucken, ob der Gerät jetzt mal wiedererkennt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grill Barbecue. Spaß gemacht, danke dir, Klaus. Mir auch. Und danke auch an Breuking.